Cornelia Albeck hat lange auf diesen Tag gewartet. Ihr Sohn Tim soll eine neue Niere bekommen. So lautet zumindest der Plan. Mein Gott, das letzte halbe Jahr war schon... Das war schon heftig. Echt heftig. Ja. Aber ich finde einfach nur super, dass der Paul wirklich in Frage kommt als Spender. Ne? Das absolut, wirklich, das war wie Lottogewinn. Ne? Ja, also wirklich wie ein Lottogewinn. Und dass er das macht, ne? Ja, das ist natürlich genau. Auch. Auch wenn er ein bisschen spät dran ist, aber ja, er wird schon gleich da sein. Wir kennen ihn ja, okay. Ne? Na, da klopft es. Draufsetzen? Hallo. Da ist er doch. Mitgebracht. Ja. Haben wir schon lange gewartet. Oh, also für eine Leber. Ja, Entschuldigung, für die Verspätung, ey. Oh. Ja. Okay. Okay. Alles gut. Zieh jetzt mal deine Jacke aus. Da war er nun endlich, der Paul. Und ja, er war ziemlich abgehetzt und blass. Doch was er dann losgelassen hat, im Endeffekt hat er wirklich eine Bombe platzen lassen. Ich sag's ganz deutlich, ich werde meine Niere heute nicht spenden. Ist ja völlig egal, was er sagt. Was? Mir geht's einfach nicht gut und ja. Das ist, das ist doch schon alles gelaufen, die Voruntersuchung. Nein, ist nein, doch nein. Alles schon bestimmt. Nein, Quatsch. Ich werde das nicht machen, nicht heute. Tut mir leid. Paul, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wo willst du jetzt hin? Was siehst du einfach? Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich war tatsächlich sehr, sehr überrascht, als Paul dann geäußert hat, dass er die Niere nicht spenden kann. Weil ich ihn ja während der ganzen Voruntersuchungen begleitet hatte und wusste, dass eigentlich aus körperlicher Sicht nichts dagegen sprechen würde. Das ist, wenn man sich einmal auf ihn verlassen will, dann haut er einfach ab. Das ist echt unglaublich. Nee, sagen Sie das mal nicht so leichtfertig. Das ist für ihn auch ein großer Eingriff und natürlich auch für ihn nicht ohne Risiko. Und er macht sich natürlich Sorgen, einerseits um Sie und aber auch um sich selbst, denke ich. Mhm, ich werde auf jeden Fall noch mal versuchen, mit ihm zu reden. Vielleicht kommen Sie mit. Ja, ich guck mal, wo er ist, Tim. Okay. Ich komme gleich wieder. Ja, wir haben sowieso noch ein bisschen was zu klären. Wir versuchen das mal jetzt. Hier gemütlich Können Sie hier lassen, die Tasche, kein Problem. Ja? Dann, bis später. Mir ist dann sofort in den Kopf gekommen, okay, das ist eine extreme Belastungssituation, eben auch für Paul. Und dass er einfach Angst bekommen hat. Herr Albeck. Was ist los mit dir? Oh. Was ist los? Ich weiß es nicht, ey. Oh. Tut so weh im Brustkorb. Oh. Also Schmerz einfach nur. Oh. Hast du dich jetzt eben so beeilt? Oder? Nein, Quatsch. Was sind das denn für Schmerzen? So ein Stechen im Herzen, das tut richtig weh. Ja. Aber das kann ja jetzt nicht irgendwie ein Herzinfarkt oder sowas sein. Ich meine, nein. Herr Albeck, wir haben Sie ja wirklich in den Voruntersuchungen gründlich untersucht. Ja. Da war alles in Ordnung. Ja. Ich weiß, dass Sie das vielleicht selber gar nicht so empfinden, aber so eine Transplantation ist natürlich eine große Sache. Und da haben Sie wahrscheinlich auch ein bisschen Angst. Ja. Das kann sich auch mal so äußern. Als der Patient im Wartebereich saß, da zeigte er tatsächlich schon herzinfarktähnliche Symptome. Allerdings konnte ich von dieser Verdachtsdiagnose schnell Abstand nehmen, weil ich wusste, dass er eigentlich herzgesund ist und zudem noch sehr jung. Ich dachte halt wirklich, dass es einfach nur die Aufregung ist. Auch das kann mal Herzrhythmusstörungen machen. Oh. Haben Sie irgendwie Medikamente genommen? Ach Quatsch, ich habe nichts genommen. Nein, natürlich okay. Nicht. Ich möchte das mir trotzdem ansehen. Ich muss das nämlich ernst nehmen und mir das einfach mal kurz anschauen. Ja. Schwester Birgit? Ja. Wärst du einmal so nett? Meine Kollegin, wird Sie einmal kurz... Hallo. Danke dir. Hallo. Willst du ihn einmal schon mal ins Zimmer bringen? Wir würden einmal... Er hatte jetzt, kennst du ihn ja eigentlich gesund, aber jetzt so ein bisschen Herzstolpern, Schmerzen in der Brust. Einfach wollen wir gleich mal anschauen. Ja? Okay. Würden Sie mal mit mir kommen? Können Sie laufen oder soll ich ein Stühlchen holen? Geht, ne? Ich lege ihm schon mal einen Zugang und, ne? Das ist super. Aber als er dann diese Probleme bekam und die Anna mir... den Auftrag gab, ihn mal genauer im Behandlungszimmer zu untersuchen, merkten wir, dass da doch einiges im Argen war. Meinen Sie, das ist wirklich nur die Nervosität? Oder? Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, gerade Männer wollen das nicht so zeigen, dass sie dann auch nervös und Angst haben. Ja. Aber einerseits natürlich ist es sein Bruder und andererseits hat er eben, denke ich, auch natürlich Angst, weil es ist halt ein Organ, das er dann verliert sozusagen. Ja. Ist denn das Verhältnis so zwischen ihren Söhnen? Ja, gut, das sind halt Brüder, ne? Die käppeln sich immer mal. Dann, weil es jetzt echt blöd war, weil Paul wollte jetzt irgendwie einen Job haben. Der ist eher so der Hallodri. Ja. Tim ist eigentlich super durchstrukturiert, selbstständig, hat ein Maklerbüro. Ja, und Paul hat halt letzte Woche gefragt, ob er da arbeiten kann. Und Tim sagte, er hat halt nichts für ihn, weil er nicht qualifiziert genug ist. Aber ganz ehrlich, das glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwas da mit der Niere zu tun hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte es schon vorher geknallt. Und er weiß ja auch, dass das lebenswichtig für seinen Bruder ist. Genau. Das sind, die sind unterschiedlich, aber sie sind wirklich gute Jungs. Ne? Aber es ist jetzt halt, ja. Kann mir auch nicht vorstellen, dass er das aus Rache jetzt, also... Nee, wirklich nicht. Die Theorie, die seine Mutter hatte, warum er die Niere nicht mehr spenden wollte, die, ja, muss ich sagen, habe ich eigentlich von Anfang an abgelehnt, aber so... Im Nachhinein, da kamen mir dann doch die Zweifel, ob er nicht eine andere Motivation gehabt hatte.
Dass ein gesundheitliches Problem die Ursache für Pauls unerklärlichen Sinneswandel sein könnte, schließt die Ärztin jedoch nahezu aus. Schließlich wurde der 24-Jährige als Organspender zuvor im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren geprüft. Ja, folgendes. Das EKG sieht eigentlich sehr gut aus. Das Einzige, was auffällig ist, sehen Sie auch schon so als Nichtmediziner, dass der Abstand zwischen den Herzschlägen hier größer ist. Ja. Und dann wieder normal. Ja. Das spricht alles für sogenannte Extrasystolen. Extrasystole heißt extra im Sinne von zusätzlich und Systole vom Auswurf des Herzens, also ein zusätzlicher Herzschlag. Aber wo kann das denn herkommen? Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits natürlich stressbedingt, dann durch Herzerkrankungen. Ja. Das haben wir aber bei Ihnen eigentlich ausgeschlossen. Ja. Und dann aber auch so Sachen wie Elektrolytstörungen, Schilddrüsenfunktionsstörungen, gerade die Überfunktion. Ja. Und auch bei Medikamenteneinnahme. Aber da sind Sie sicher, haben Sie nichts genommen? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann ist das ja, das ist jetzt sowas, ist nicht lebensbedrohlich oder so, ne? So diese Rhythmusstörung. Also das heißt, die Transplantation, die kann dann jetzt stattfinden, oder? Die Herzrhythmusstörungen an sich, die sind nicht das, erstmal nicht das Problem. Gut. Allerdings müssen wir die Ursache finden. Und solange die Ursache nicht geklärt ist, kann keine Transplantation stattfinden. Das Schwierige an den Befunden, die Paul Albeck zeigte, das ist die Tatsache, dass diese Extrasystolen nicht nur bei herzkranken Patienten auftreten, sondern auch bei gesunden Patienten auftreten können. Man muss dann schauen, wie häufig die sind. Und es kann einerseits eben überhaupt nicht pathologisch sein, andererseits aber auf eine schwere Herzerkrankung hindeuten. Und das war für mich natürlich ganz wichtig auszuschließen, weil er sonst als Spender seiner Niere nicht in Frage kommen könnte. Habt ihr irgendwie noch mal Stress gehabt, Paul? Nein. Wegen dem Job oder ich weiß nicht was. Nein. Kann das davon kommen, vielleicht einfach, weil die gezankt haben? Oder? Also dann hat man mal so ein, ja, so eine Episode, sage ich, aber das sieht mir derzeit nicht danach aus. Ich habe jetzt so lange drauf gehofft und gewartet. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das meinem so. Wir geben die Hoffnung auch nicht auf. Ja, ich sage einfach mal, wir müssen das ernst nehmen. Das machen wir auch. Wir schauen uns das gründlich an. Und solange gilt es halt, würde ich sagen, Ihrem Sohn der Fairness halber auch gegenüber die Wahrheit zu sagen. Ich würde vorschlagen, wir beide machen das vielleicht. Dann haben wir das direkt. Ja. Müssen wir ja. Ich meine, gut, das ist ja auch wichtig, dass es dir wieder gut geht. Genau. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie ich Tim das beibringen soll. Ich bin bei Ihnen, wir machen das zusammen. Generell kann ich empfehlen, wenn man mal Herzstolpern bemerkt und das nicht nur einmal auftritt, sondern gehäuft, dann sollte man auf jeden Fall einen Kardiologen aufsuchen und dann einmal ein Ruhe-EKG aufzeichnen und dann noch ein sogenanntes Langzeit-EKG, weil sich manche Herzrhythmusstörungen eben nicht in dem Moment, in dem man das EKG schreibt, zeigen, sondern eben erst im Verlauf. Hallo, Herr Albeck. Macht das nicht? Nee, aber das ist jetzt nicht so, wie du das denkst. Ja, natürlich ist es nicht so, wie ich denke. Nee, wirklich. Ja, was ist es denn? Ja, wie heißt das? Herzrhythmusstörung? Genau, ich wollte Ihnen das erklären. Herzrhythmusstörung. Der ist 24 Jahre alt. Wir haben den untersucht, monatelang, habe ich hier aufgewartet. Ich verstehe, dass Sie das aufregt. Aber ich will es Ihnen trotzdem erklären, weil ich finde, Sie haben recht darauf. Ihr Bruder hat bei der Untersuchung, ne, wir haben ihn ja drüben, haben Sie mitbekommen, untersucht, er hat im EKG sogenannte Extrasystolen, so Extraschläge. Das kann aufgrund des Stresses sein, es kann aber auch andere Ursachen haben. Ich weiß nicht, der hat seinen Kaffee da getrunken, das macht er doch extra. Der will mir die scheiß Niere einfach nicht geben. Ich kann schon nachvollziehen, dass der Tim absolut enttäuscht und traurig war. Er war super aufgebracht. Ja klar, wenn zwei Tage später eigentlich die Transplantation stattfinden sollte, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, und wo soll ich jetzt eine Niere herkriegen, wenn er mir seine nicht gibt? Wir warten ja erstmal die Ergebnisse. Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Ich weiß, dass Sie die ganze Zeit warten. Und ich verstehe auch, dass Sie das sehr sauer macht. Aber wir können da leider, ne, Sie wissen, wie das ist mit der Warteliste. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Nee. Jetzt lass uns doch einfach mal die Hoffnung nicht aufgeben und vielleicht ist es wirklich der Stress und der Kaffee oder was auch immer. Und vielleicht sieht es morgen oder übermorgen schon wieder anders aus. Sie mir, wir tun alles. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie aus Frackigkeiten macht. Echt nicht. Sie haben bisher auch so toll gekämpft. Ja. Das ist jetzt nicht an der Zeit aufzugeben, finde ich. Hallo. Der Paul sagt, er hat seine Jacke hier vergessen mit seinem Handy. Die wollte ich holen. Ach so, okay. Das braucht er dringend, sagt er. Da ist was rausgefallen. Okay. Ist gerade aus der Tasche gefallen. Urologie Köln. Hat Paul dir irgendwas gesagt, dass der heute Morgen einen Termin beim Urologen hat? Nee, weiß ich nicht. Okay, ich bringe das Handy rüber, ja?
Urologie ist ein sehr breites Fach, sind sehr unterschiedliche Krankheitsbilder und ich möchte nicht ausschließen, dass das halt auch was mit dem Herz machen kann. Allerdings müssten wir dafür erstmal wissen, was er genau hat. Und das kann uns tatsächlich, glaube ich, am ehesten Ihr Sohn sagen. Ich konnte nicht sofort die Herzrhythmusstörungen mit dem Besuch beim Urologen in Verbindung bringen. Allerdings hatte ich sofort ein ungutes Gefühl und wusste, okay, ich musste auf jeden Fall noch mal gründlich mit Paul sprechen. Vielleicht können wir das Ganze doch noch klären. Das wird schon. Ja. Wirklich. Stimmt, wir dürfen jetzt wirklich die Hoffnung. Ist ihm nicht gut? Das schlägt mir irgendwie auf den Magen jetzt alles. Das kann ich gut verstehen. Das ist wahrscheinlich auch der ganze Stress, die Aufregung. Versuchen Sie, so gut wie es geht, legen Sie sich ruhig noch mal hin. Und ich komme gleich wieder zu Ihnen, okay? Als dem Tim plötzlich schlecht wurde, ja, eigentlich war mir schon klar, er war natürlich absolut aufgebracht, er war enttäuscht, alles zugleich. Und ja, das kann einem dann schon sehr auf den Magen schlagen. Ob nun das aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit etwas angespannte Verhältnis der Brüder der Grund für Pauls kurzfristigen Rückzieher für die Nierentransplantation ist oder der verheimlichte Anlass für seinen offenbar geplanten Besuch beim Urologen, Tim und Mutter Cornelia erwarten eine Antwort von dem 24-Jährigen. Hallo, Herr Albeck. Hi. Ach, hallo. Na, hi. Geht's dir was besser? Ja. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Gesprächsbedarf, kann das sein? Ja, stimmt. Ja? Paul, pass auf. Ja. Ich verstehe das. Wenn du da Angst vor der Operation hast oder wenn das wegen unserem Verhältnis ist, dass du mir die Niere nicht geben willst. Okay, ich verstehe das. Aber du kannst es nicht so kurzfristig absagen. Es geht hier um mein Leben. Quatsch, ich will dir die Niere ja geben, aber du musst nicht verstehen, ich kann einfach nicht. Ja? Mir geht's einfach nicht gut. Ich habe einfach Schmerzen. Wirklich. Ja, das ist. Was ist denn los? Wir haben doch dich monatelang untersucht und alles war immer super. Und jetzt kommst du mit Herzrhythmusstörungen hier hin und dann finden wir diesen komischen Zettel da in deiner Tasche. Zettel? Welchen Zettel denn? Vom Urologen. Das wirkt halt so, als würdest du eine Ausrede suchen. Vom Urologen. Wo war der denn? Der war in deiner Jackentasche. Ach Gott, oh Gott. Der ist damit rausgefallen. Ja, der ist mir rausgefallen, Mann. Ja, komm, sag, was ist los? Ah, okay, komm, ich sag es. Ja. Ja. Also, du weißt doch, das Problem mit deinen Nieren, das ging mir auch irgendwann echt auf die Nerven und mir ging es immer schlechter und schlechter und vor 3 Tagen, da war ich in der Kneipe und hab etwas viel getrunken und hab ein Mädel kennengelernt und ja, mit der war ich halt im Bett und hab mir halt eine Krankheit zugezogen. Ja, den Tripper. Ja, den Tripper, richtig. Und es hat so weh getan, deswegen war ich beim Urologen heute Morgen und er hat mir ein Antibiotikum verschrieben. Hier, Antibiotikum, ja klar. Es ist tatsächlich so, dass ein akutes Infektionsgeschehen ein Ausschlusskriterium für eine Transplantation ist, weil einfach der Körper gerade viel zu sehr auf die Abwehr gepolt ist. Und damit wäre sozusagen das Transplantat gefährdet. Ja. Diese Geschlechtskrankheit erklärt auch Ihre leicht erhöhten Entzündungswerte. Ich habe ja hier Ihre Blutergebnisse. Okay. Ja. Und das hier, das ist das Ciprofloxacin. Ja. Das ist ein sehr spezielles Antibiotikum. Das hat Ihnen bestimmt der Urologe auch gesagt. Ja. Ich erinnere mich, dass Sie haben doch heute Morgen auch Kaffee getrunken, richtig? Ja, nicht nur einen. Mhm. Das hat er Ihnen, hoffe ich, gesagt. Es ist so, mit dem Antibiotikum muss man aufpassen. Man soll da eigentlich tatsächlich von Kaffeekonsum Abstand halten. Okay. Warum? Das ist so, weil es Wechselwirkungen zwischen Kaffee und diesem Antibiotikum gibt. Ja. Und das kann dann, wie in Ihrem Fall, dazu führen, dass die Nebenwirkungen verstärkt werden und Sie dann tatsächlich Herzrhythmusstörungen bekommen. Okay. Ja. Also die Transplantation kann mit größerer Wahrscheinlichkeit stattfinden. Allerdings wird das halt bis zu einem halben Jahr sich verschieben können. Okay. Kopf hoch, 6 Monate Dialyse gehen, klar. Ich helfe dir auch dabei. Ja, dann reißen wir uns auch zusammen, ja? Ja. Dank der Antibiotikatherapie hat sich Paul vollständig erholt und wird in Zukunft nur noch geschützten Geschlechtsverkehr haben. 5 Monate später spendete der 24-Jährige seinem Bruder eine Niere. Tim hat die Transplantation gut überstanden und die Brüder sind sich näher denn je.